automatisierte Nachricht wird wiederholt. Hier ist Gelände Halen vom Aufklärungstrupp Gladius an alle Einheiten in Reichweite. Autorisierung Arx Feron 9-5. Unsere Einheit hat Verluste erlitten und wir haben kaum noch Vorräte. Wir erbitten Abholung oder Unterstützung an unserer Position am Polizeirevier Cambridge. Automatisierte Nachricht wird wiederholt. Hier ist Geläte Halen vom Aufklärungstrupp Gladius. Hey. Hallo. Versuch's nur und ich mach dich nieder. Hey. Wir sind für die Hilfe dankbar, Zivilist. Aber was willst du hier? Ich bin Kammerjäger. Ich habe gehört, dass ihr ein Problem mit wilden Ghulen habt. Meinen Fragen auszuweichen, ist ein sicherer Weg, von unserem Gelände zu fliegen. Kommst du aus einer der Siedlungen in der Gegend? Ich komme aus Sanctuary Hills. Das liegt hinter Concord. Ich kenne das Gebiet von unseren Karten, war aber selbst noch nicht dort. Es gibt dort nicht viel, das wir sammeln könnten. Wenn ich misstrauisch erscheine, dann nur, weil unsere Mission hier bisher sehr schwierig verlaufen ist. Seit dem Augenblick, als wir das Commonwealth erreicht haben, wurden wir fortwährend angegriffen. Wenn du uns weiter unterstützen willst, wir könnten eine weitere Knarre auf unserer Seite gut gebrauchen. Ich helfe euch weiterhin, aber du schuldest mir erst eine Erklärung. Also gut. Ich bin Paladin Dance von der Sternen Bruderschaft. Das da drüben sind Gelehrte Halen und Ritter Rice. Wir sind auf einer Erkundungsmission, aber mir fehlt ein Mann und wir haben nur noch wenig Vorräte. Ich habe versucht, ein Notsignal an meine Vorgesetzten zu schicken. Aber das Signal ist zu schwach. Sir, dürfte ich? Sprich, Halen. Ich habe den Funkturm auf dem Dach des Polizeireviers modifiziert, aber ich fürchte, das reicht noch nicht. Wir brauchen etwas, um das Signal zu verstärken. Unser Ziel ist ArcJet Systems. Dort finden wir die Technologie, die wir brauchen. Einen Hochleistungssender. Wir infiltrieren die Anlage, sichern den Sender und bringen ihn hierher zurück. Also, was sagst du? Bist du bereit, der Sternen Bruderschaft zu helfen? Lass uns keine Zeit verlieren. Auf geht's. Wunderbar. Halen, bring Reese nach drin und versorg seine Wunden. Ja, Sir. Reese, wenn du wieder auf den Beinen bist, möchte ich, dass du den Perimeter sicherst. Ich kümmere mich drum. In Ordnung, Zivilist. Dann zeig mal, was du kannst. Begib dich ins Polizeirevier und stock deine Ausrüstung auf. Lass es mich wissen, wenn du bereit bist. Dann mal los, Leute. Okay, Großer. Gehen wir. Ja, wir schon.
kannst das Tor nicht öffnen. Hör auf mit dem Mist, Danny. Verdammt, ich stehe hier völlig schutzlos in der Gegend. Ich habe Befehl, dich nicht ranzulassen, Piper. Tut mir leid, ich mache nur meinen Job. Du machst nur deinen Job. Diamond City zu beschützen heißt also, mich draußen zu halten, ja? Oh, sieh nur, das ist die furchteinflößende Reporterin. Tut mir wirklich leid, aber Bürgermeister McDonough ist stinksauer, Piper. Er meinte, dass der Artikel, den du da geschrieben hast, nur aus Lügen bestünde. Die ganze Stadt ist in Aufregung. Los, mach sofort dieses Tor auf, Danny Sullivan. Ich wohne hier, du kannst mich nicht einfach aussperren. Luda, du willst doch nach Diamond City, oder? Ich bin zwar gerade erst hier angekommen, aber ja. Psst, spiel einfach mit. Was hast du gesagt? Du bist ein Händler aus Quincy und du hast genug Waren, um den ganzen Laden für einen Monat zu versorgen? Hast du das gehört, Danny? Machst du jetzt das Tor auf und lässt uns rein? Oder willst du dieser irren Myrna erzählen, dass ihr wegen dir Vorräte für einen Monat durch den Laden gegangen sind? Na gut. Kein Grund, gleich so bösartig zu werden, Piper. Einen Moment. Geh besser schnell durch das Tor, bevor Danny kapiert, dass wir ihn verarscht haben. Klingt gut. Dann mal los. Ein weiterer wunderbarer Tag in Diamond City. Wer hat dich denn wieder reingelassen? Ich habe Sullivan gesagt, dass er das Tor für dich nicht aufmachen soll. Du hinterhältige, aufrührerische Verleumderin! Diese Ansammlung von Lügen in deiner Zeitung. Unglaublich! War das eine offizielle Ankündigung, Bürgermeister McDonough? Diktatorischer Bürgermeister lässt Presse ausschalten. Warum fragen wir nicht den Neuankömmling? Was sagst du zu freier Presse? Der Bürgermeister will die Redefreiheit nämlich abschaffen. Presse- und Meinungsfreiheit waren mir immer wichtig. Oh, ich wollte dich nicht in diese Auseinandersetzung hineinziehen, Kollege. Nein, ganz und gar nicht. Du siehst aus, als würdest du wunderbar nach Diamond City passen. Willkommen im großen grünen Juwel des Commonwealths. Sicher, glücklich, ein wunderbarer Ort. Für einen Besuch, für einen Einkaufsbummel oder um sich niederzulassen. Und lass dir von diesem Schmierfink da bloß nichts anderes einreden, ja? Ich bin sicher, dass eure Stadt ein tolles Fleckchen ist. Ja, das tollste Kartenhaus im ganzen Commonwealth. Bis der nächste Windstoß kommt. Also bist du aus einem bestimmten Grund in unsere Stadt gekommen? Ich bin auf der Suche nach jemandem. Du suchst jemanden? Wen denn? Mein Sohn. Sean. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Moment, dein Sohn ist verschwunden? Ah, hast du das gehört, McDonough? Was wird die Diamond City Sicherheit tun, um diesem Mann zu helfen, hä? Das ist ja nicht der erste Fall, dass eine Person verschwunden ist. Und jetzt wurde ein kleines Kind entführt. Hör nicht auf sie. Zwar können unsere Sicherheitsleute nicht jedem Fall nachgehen, der gemeldet wird, aber ich bin sicher, dass du hier Hilfe finden wirst. In Diamond City gibt es jede nur erdenkliche Dienstleistung. Einer unserer großartigen Bürger wird bestimmt die Zeit finden, dir zu helfen. Der Bürgermeister einer großen Stadt kennt doch sicher jeden. Wer kann mir helfen? Es tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit für weitere Fragen. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ich wünsche dir einen angenehmen Aufenthalt in unserer schönen Stadt. Das ist doch lächerlich. Die Diamond City Sicherheit kann nicht mal einen Mann entbehren, um zu helfen? Ich will die Wahrheit, McDonough. Was ist der wahre Grund dafür, dass die Sicherheitsleute nie den Entführungen nachgehen? Ich habe jetzt genug davon, Piper. Du und deine kleine Schwester sind hiermit offiziell verwahrt. Ja, red nur weiter, McDonough. Mehr kannst du ja auch nicht. Vom Bürgermeister persönlich in Diamond City begrüßt werden. Fühlst du dich da geehrt? Pass auf, ich habe noch was zu erledigen, aber komm doch nachher mal in mein Büro vorbei. Ich habe da eine Idee für einen Artikel, für den du perfekt geeignet wärst. Die Zeitung veranstaltet eine ziemliche Show, was?
Was meinst du damit? Nun, die Leute haben schon eine Mordsangst vor dem Institut. Aber das hält die Zeitung nicht davon ab, bei jeder Gelegenheit über das Institut zu schreiben. Wie dem auch sei, nimm dir das nicht so zu Herzen. Das Leben hier ist trotzdem sehr viel sicherer als da draußen im Commonwealth. Ich komme schon klar. Danke. Willkommen. Und? Was führt dich ins große grüne Juwel? Ich suche nach jemandem, der verschwunden ist. Verschwunden? Um wen geht es denn? Einen Freund? Einen Verwandten? Mein Sohn wurde entführt. Er heißt Sean. Dein Junge ist verschwunden. Das ist ja schrecklich. Ich fürchte, verschwundene Leute tauchen in Diamond City nicht mehr auf. Gott scheint sie vergessen zu haben. Und da die Leute das Institut fürchten, haben sie die Verschwundenen auch vergessen. Ich bin verloren, Pastor. Ich brauche Hilfe. Bitte. Nun, ich will keine falschen Hoffnungen schüren. Aber es gibt da vielleicht jemanden, der dir helfen kann. Nick Valentine. Er ist ein Detektiv. Hat über die Jahre viele Leute gerettet, aber so viele andere sind verschwunden geblieben. Und er scheint Probleme anzuziehen. Danke. Ich werde mal mit ihm reden. Pass auf dich auf. Piper, du bist zurück. Hey, Kleine. Wie verkauft sich die Zeitung so? Naja, die Presse läuft auf Hochtouren. Der Motor wird bald den Geist aufgeben, wenn wir ihn nicht ersetzen. Ach, das sagst du schon seit Wochen und das Ding läuft noch. Mach dir nicht dauernd so viele Gedanken. Ich muss ins Büro. Ruf mich, wenn du wütende Politiker auf dem Weg zu uns siehst. Warum? Stimmt was nicht? Piper? Wir reden weiter, sobald ich mich vorbereitet habe. Lest in der neuen Ausgabe! Institut ersetzt Leute durch Maschinen. Wer ist der Nächste? Kostenlose Zeitung für Neuankömmlinge. Wenn dich das Institut nachts holt, haben wir dich immerhin gewarnt. Das Institut? Du hast noch nie was vom Institut gehört, Mister? Sie holen sich nachts Leute und man hört nie wieder was von ihnen. Steht alles in der Zeitung. Solltest du besser lesen, bevor sie dich auch erwischen. Ich glaube dir ja. Danke. Du bist echt ein verlorenes Schäfchen in der Wolfshöhle, Mister. Hey, Ned. Hast du nichts Besseres zu tun? Ist das ein echter Walter-Zug? Kein Schädel aus der Liga kann einem Schlagholz widerstehen! Du da! Du brauchst ein echtes, handgefertigtes Original-Hickory-Schlagholz! Zeig mal, was du so hast. Handgefertigt, jeder einzelne von ihnen. Manchmal muss man sich echt fragen, wehrt sich denn überhaupt noch jemand? Das Institut muss doch Feinde haben, oder? Hallo. Was sagt ihr Wortbewohner nur mit Das ist doch mein Märchen, Mann. Die gibt es gar nicht. Habt ihr doch gesagt, dass dein Glück auch nicht ewig anhalten wird? Seine Krawatten. Oh, Nick. Ist alles in Ordnung? Wieder ein Verirrter, den der Regen hierher gespült hat. Ich fürchte, du kommst zu spät. Das Büro ist geschlossen. Ich weiß, dass ihr sicher viel zu tun habt, aber es dauert auch nicht lange. Bitte, es ist wichtig. Du verstehst nicht. Unser Detektiv, er ist weg. Verschwunden. Keine Sorge, ich helfe dir. Erzähl mir einfach, was passiert ist. Nick hat an einem Fall gearbeitet. Die Gang von Skinny Malone hat eine junge Frau entführt und er hat sie bis zu ihrem Versteck in der Park Street Station verfolgt. Da unten gibt es einen alten Vault, den sie als Lager benutzten. Ich habe Nick gesagt, dass das eine Falle ist, aber er hat nur gelächelt und ist durch die Tür, wie immer. Ich werde ihn finden. Das verspreche ich dir. Danke. Nick ist leicht zu erkennen. Er hat sich für diese Trenchcoat- und Hutnummer entschieden. Bitte beeil dich.
keine Bewegung, Synth. Was hast du mit dem echten Riley gemacht? Wo ist mein Bruder? Ich schwöre, ich bin kein Synth. Nicht schießen! Um Himmels Willen! Wir sind eine Familie! Nimm die Waffe runter! Sofort! Er ist ein Synth! Er wird uns alle töten! Kyle! Nein! Okay, die Show ist vorbei. Es gibt keine Synths in Diamond City, hört ihr? Nur euch und eure Scheißparanoia! Rein. Oder Mayday, oder was immer man über Funk so sagt. Ich heiße Rex Goodman. Ich werde in der Spitze des Trinity Towers gefangen gehalten. Ich glaube, die Supermutanten wollen mich bald fressen. Ich setze diese Nachricht auf Wiederholung. Oh, Scheiße! Ich muss Schluss machen. Da kommt einer der Mutanten. Hilfe! Oder Mayday, oder was immer man über Funk so sagt. Ich heiße Rex Goodman.